im Morgenland hat sie sich zugetragen, wo die Luft vor Hitze flimmert und endlose Karawanen durch die Wüste ziehen. Hört ihr das Zirpen der Zikaden? Das müde Schnaufen der Kamele. Thank you.
oder atmete die Hitze des Sommers. Ein staubiger Wind wehte durch die engen Gassen. Und die großen Palmbäume ließen matt ihre Blätter hin. Doch nirgends öffnete sich ihm eine Tür. Nirgends rief man, wie er es sich vorgestellt hatte, kleiner Muck, komm herein und iss und trink und lass deine Füßlein ausruhen. Thank you.
Brei geschmeckt hatte, willigte ein und wurde also der Bedienstete der Frau Ahavchi. Nun musste er jeden Morgen den Katzen den Pelz kämmen, sie mit wohlriechenden Ölen einreiben, er musste ihnen die Schüsseln vorlegen, sie nachts auf seidene Polsterbetten und in Samten legen. Eine Zeit lang ging es dem kleinen Mann ganz gut. Er hatte immer zu essen und wenig zu arbeiten. Und die alte Frau Ahavchi schien recht zufrieden mit ihm zu sein. Aber nach und nach wurden die Katzen unartig. Wenn die Alte ausgegangen war, sprangen sie wie besessen im Zimmer hin und her, warfen alles durcheinander und zerbrachen manches schöne Geschirr.
Der kleine Muck war traurig, dass er hier also nicht sein Glück gefunden hatte und beschloss, den Katzendienst zu beenden. Da er noch nie einen Lohn für seine Arbeit bekommen hatte, wollte er etwas auf seine Reise mitnehmen. In einer dunklen, etwas versteckten Kammer fiel ihm ein schönes Paar Pantoffeln ins Auge. Eigenen Pantöffelchen waren nun wirklich abgetragen und nicht mehr zu gebrauchen. Ein Spazierstöcklein mit einem schönen goldenen Knauf schien ihm gut dazu zu passen. Er nahm es also mit, legte seinen Dolch an und eilte hinaus. Doch was war das? Diese Pantoffeln schienen wie von selbst mit ihm zu laufen. Er konnte gar nicht mehr aufhören zu rennen. Mit dem Stöcklein kannst du Schätze finden.
und Gold vergraben ist, wird es dreimal auf die Erde schlagen, bei Silber zwei. So träumte der kleine Muck. Und als er aufwachte, beschloss er, gleich einen Versuch zu machen. Nun will ich doch gleich einmal ausprobieren, ob mein Lieblingskätzchen recht gesprochen hat. Herein in die Kartoffeln. Je sind die groß. Und nun dreimal rechts herum. Eins, zwei. Na, das war ja noch nichts. Egal, gleich nochmal. Eins. Nun muss es doch endlich klappen. Eins, zwei, drei. Ich wünsche mich in die Königsstadt. Als ein Schokoriegel möchtest du
königlicher Schnellläufer werden? Dass ich nicht lache. Weg mit dir, bring mich nicht auf die Palme. Nein, nein, ich meine es völlig ernst. Lasst mich mit eurem schnellsten Läufer um die Wette rennen, dann werdet ihr ja sehen, dass ich recht habe. Bitte. Weißt du was, du komischer kleiner Kauz? Ich bring dich zum König. Der freut sich immer, wenn er was zu lachen hat. Und so geschah es. So, Prinzessin.
Prinzessin Amarzina wird mit ihrem Schleier das Zeichen geben. Und dann beginnt der Wettlauf. Niemand gönnte ihm die Gunst des Königs. Die Höflinge fühlten
fühlten sich durch das besondere Vertrauen des Königs zum kleinen Muck zurückgesetzt und neideten ihn in seine Stellung. Kurz, er fand keine Freunde am Hof.
Natürlich, du bist jetzt mein allerbester erster Freund. Mein Gold, das ist ein großes Verbrechen und muss gerichtet werden. Bringt ihn her zu mir. Kleiner Muck, wie ich gerade höre, hast du mir Gold gestohlen. Aber mein Herr König, wie könnte ich so etwas tun? Habe ich Ihnen denn nicht immer treu und redlich gedient? Das ist nicht wahr. Ich habe die Goldstücke hinten im Garten gefunden und alle reichlich damit beschenkt. Nein, du lügst. Die Goldstücke fehlen in der königlichen Schatulle. Und du hast sie gestohlen. Ab in den Kerker mit dir und einen Besitz bleibt hier. Ja, Hofmeister, führe ihn ab. Der kleine Muck tat, wie ihm geheißen wurde. Als er den ersten Mondschein sah, klopfte er dreimal an die Kerkertür. Die Tür sprang auf und er lief schnell hinaus aus der Stadt. So arm wie je zuvor wanderte er zum Land hinaus. Wie hatte er nur denken können, bei diesen boshaften Höflingen Freunde zu finden?
Ohne seine lieben Pantoffeln fiel ihm das Gehen natürlich schwer. Doch er lief immer weiter und weiter, verließ die Straße und schlug sich durch dichte Wälder. Denn er wollte keine Menschen mehr sehen. Da fand er einen Bach. Von schattigen Feigenbäumen umgeben. Hier ließ er sich nieder, traurig und einsam, und schlief endlich ein. Was für ein Zauber.
Das bringt mich auf eine gute Idee. Er pflückte von beiden Sorten der Feigen so viele, wie er tragen konnte, und wanderte zurück in die Stadt, die er gerade verlassen hatte. Er besorgte sich andere Kleider, sodass ihn niemand erkennen würde, und lief mit seinen Feigen zum Marktplatz vor dem Tor des Palastes. Solche schönen, reifen Früchte waren zu dieser Jahreszeit noch selten. Sie würden die königlichen Köchinnen sicher interessieren. Herrliche Feigen, reif und zuckersüß, die besten der Stadt. Leute, kommt, kauft, kauft! Ah, das sind ja wirklich wunderbare Früchte. Ja, ja, aus einer entlegenen Oase, hier eingetroffen. Genau das Richtige für die königliche Tafel. Und dazu auch noch wirklich anregend und aufmunternd. Oh, wie schön! Was willst du für den ganzen Korb? Nur 2 Taler, weil ihr es seid. Ein guter Preis. Wir nehmen sie! Da seht ihr die königlichen Köchinnen ins Schloss laufen, liebe Kinder. Aber unser kleiner Munk machte sich schnell aus dem Staub, denn bald würde man nach ihm suchen. Thank you.
Sie haben gut gegessen. Was habt ihr noch denn als Dessert für uns? Heute eine ganz besondere Spezialität, mein König. Diese Feigen kamen erst heute Morgen aus der Oase am Rande der Wüste. Beste Qualität, super frisch und sehr gesund. Bitte probiert sie. Meine Schatzkammer und sucht euch aus, was immer ihr begehrt, damit euch eure Heilkunst besser von der Hand geht. Ah, da sehe ich doch gleich hier vorne, was mir am besten gefällt. Bitte, das soll dir gehören. Und nun befreie mich endlich von diesen lästigen Eselsohren. Man kann sie ja gar nicht mehr blicken lassen. Ruchloser König, der mir meine treuen Dienste mit Kerkerhaft lohntest, nimm deine Gestalt als wohlverdiente Strafe. Die Ohren lasse ich dir zurück, damit sie dich immer erinnern an den kleinen Muck. Thank you.
Schülerin der kleinen Naomi Megesha. Waren Rosa Becker und Eva Friese von der Vorne. Die Lieblingskatze von Kleinmuck war Lide Zoe Dina. Die Katze-Prinzessinnen Emina Donia Kanin, Sandra Jett, Sarah Elmekantar, Maria Meschein, Sophia Stefanova und das war's, glaube ich, der Reporter. Vielen Dank an eure